wunderschönen guten Morgen, ein fröhliches Hallo in die Runde hier im Sprachgut-Podcast. Dein Podcast für den Dialog auf Augenhöhe, für die Sensibilität im Wort und für den kompetenten Dialog. So, wie du hörst, ist es hinter mir oder neben mir oder um mich herum ein bisschen lauter. Ich bin nämlich unterwegs, wie so oft in meinem beruflichen Dasein, bin ich auf den Straßen, auf den Bahnhöfen unterwegs, fahre zu Teams, zu Kunden und wieder nach Hause. Und immer wenn ich unterwegs bin, merke ich, kein Mensch auf dieser Welt hat irgendwie noch Zeit. Das Thema beschäftigt mich oft. Das Thema ist auch oft ein Thema in den Seminaren. Frau Mannes, wir haben einfach keine Zeit. Es gab keine Zeit. Wir brauchen mehr Zeit. Wir haben keine Zeit, wir haben gar keine Zeit, wir haben überhaupt gar keine Zeit. Und deshalb greife ich das Thema heute auf. Ich sage, let's talk about über die Zeit, die Menschen zur Verfügung steht und was sie daraus machen. Ich möchte dir einen neuen Blick schenken auf das Thema Zeit. Stelle dir vor, es gibt zwei große Ebenen oder zwei Aspekte von Zeit. Der eine Aspekt ist die sogenannte Kronoszeit. Es ist die Zeit nach der Uhr. Es ist das, was wir Menschen messen können. 60 Sekunden, eine Minute, 24 Stunden, ein Tag, 12 Monate, ein Jahr. Die Kronoszeit ist für uns alle, für jeden Menschen, zu jeder Zeit, auf allen Orten der Welt gleich. Sie ist zwar etwas zeitverschoben, aber jeder von uns hat täglich 24 Stunden Zeit zur Verfügung und niemand kann daran etwas drehen. Und ich glaube inzwischen sogar, das ist auch gut so, denn wenn wir das könnten, hätten wir wahrscheinlich noch ein größeres Chaos. An dieser Zeit kannst auch du nicht drehen. Niemand von uns weiß, wie viele Tage, wie viele Jahre wir in der Zeit im Raum auf dieser Welt hier am Leben sind. Und so ist es klug, seine Zeit gut zu nutzen. Für jeden Menschen ist Zeit ein extrem wichtiger, fast heiliger Aspekt. Freizeit, Arbeitszeit, Urlaubszeit, Zeit mit der Familie, Lebenszeit, Planungszeit, also Zeit. Es gibt viele Worte mit Zeit. Und die Frage ist, wie gehen wir mit diesen Worten um und welche Bilder lösen sie in uns aus? Es gibt eine zweite Ebene von Zeit, das ist die sogenannte Kairos-Zeit. Die Kairos-Zeit beschreibt Qualität von Zeit, der rechte Zeitpunkt von etwas, der richtige Moment, der stimmige Moment, wie wir Zeit erleben. Und ich bin ganz sicher, dass du die Momente kennst, wo Zeit für dich sehr schnell verfliegt. Das sind meistens Momente, da macht man irgendwas, was einem total gut gefällt, wo es einem gut geht, was Freude macht, was Spaß macht. Und man denkt manchmal, mein Gott, wo ist die Zeit geblieben? Sie ist einfach verflogen. Die Kronoszeit war die gleiche. Die Uhr tickt im gleichen Rhythmus. Und es gibt natürlich auch Momente, die du sicherlich auch kennst, da hat man das Gefühl, die Zeit bleibt stehen, weil man Angst hat, weil was Schlimmes passiert. Man sitzt vielleicht im Wartezimmer und bekommt ein Ergebnis, eine Diagnose. Man hat vielleicht ein bisschen Angst um sich selbst oder um jemanden und schon kann so eine einzige Minute zur Qual werden, weil sie fühlt sich an wie eine ganze Stunde. Und doch ist auch hier die Kronoszeit wieder die gleiche. Daran siehst du, dass wir Zeit zwar nicht im chronologischen Sinne beeinflussen können, aber wir können Zeit empfinden und Qualität von Zeit auf jeden Fall beeinflussen. Und du tust das auch. Und zwar in jeder Sekunde, nur allermeistens eben unbewusst. Ich möchte dir heute ein paar Schlüsselworte geben, mit denen du dein Zeitempfinden eher beschleunigst oder eben auch, je nachdem, was du wählst, auch entschleunigen kannst. Wieder geht es darum, welche Bilder dein Wort, also dass du denkst oder sprichst
oder das du oft hörst, in dir auslöst. Und die Qualität des Bildes überträgt sich sozusagen auf die Qualität deines Zeiterlebens. Nenne dir zuerst die Worte, die uns ziemlich viel Stress machen. Im Kopf, in der Vorstellung, in unserer Wahrnehmung, aber auch in unserem Nervensystem. Denn die Worte nehmen natürlich unmittelbaren Einfluss auf unseren Puls, auf unseren Blutdruck, auf die Art, wie wir schauen, in die Welt hinausschauen, wie sie unsere Gesichtsmuskulatur, unsere Schultermuskulatur, die Nackenmuskulatur verhält, wie sich unsere Verdauung verhält. Es nimmt starken Einfluss auf die Qualität unserer Gedanken und in welche Programme wir sozusagen reinrutschen. Sehr viel Hektik und auch weniger Orientierung gibst du in dir und auch um dich herum, wenn du Worte benutzt wie kurz, gleich, später, nachher, einen kleinen Moment bitte, einen ganz kleinen Moment bitte, einen Augenblick, eine Sekunde, ein Sekündchen, ein klitzekleines Sekündchen bitte. Und schon wenn ich es spreche, merke ich, das ist irgendwie ein bisschen komisch, weil ich weiß ja gar nicht, was ist denn gleich und was ist denn später? Was heißt das denn kurz? Denn jeder Mensch definiert kurz für sich selbst. Für den einen sind das ein paar Sekunden, für den anderen sind das gefühlt 2 Minuten. Aber es kann auch sein, dass jemand sagt, ich bin gleich wieder da und taucht nicht mehr auf. Auch das ist möglich. Je nachdem, in welchem Beruf du bist, wirst du so einen Satz ja, öfter sagen, mehr oder weniger oft. Und die Frage ist, bringst du damit in dein Denken Ordnung oder eher Unordnung und bringst du in die Gedanken und in das Verhalten der Menschen um dich herum Ordnung oder eher Unordnung? Je mehr du von diesen Worten nutzt, umso mehr hast du das Gefühl, dass du nie fertig wirst, dass du immer noch ein Thema hast, das jetzt wichtig ist, dass du immer öfter das Gefühl hast, die Zeit läuft dir davon, dass du nicht genügend Zeit hast, um deine Dinge zu tun. Wenn du keine Ordnung in dein Denken bringst, ist es schwierig, auch Ordnung in dein Handeln zu bringen. Wenn du zu jemandem sagst, einen kleinen Moment bitte, und man weiß nicht so genau, wie du das meinst, dann rechnet der eine eben mit einer kurzen Zeit und beim anderen, wenn du im Gesundheitswesen zum Beispiel arbeitest, kann das durchaus sein, dass das Stunden sind. Und dadurch kommt eine starke Irritation, zwar nicht bewusst, aber auf jeden Fall unbewusst. Wenn ich in meinem Team zu jemandem sage, ich bin gleich bei dir, muss entweder jemand mich sehr gut kennen und einschätzen können, was ich gerade mache, oder er fragt nach. Wenn ich sage, ich führe noch ein Telefonat und dann komme ich zu dir, dann spreche ich in Bildern. Zeit können wir Menschen uns so ganz schlecht vorstellen. Und da wir in Bildern denken, brauchen wir also tatsächlich Bilder, um auch Zeit erfassen zu können. Wenn du in Tätigkeiten sprichst, wenn du in Bildern sprichst, die sich ein Mensch vorstellen kann, dann hat der Mensch mehr zeitliche Orientierung. Wenn du nicht weißt, wie lange zum Beispiel jemand warten muss, dann sag lieber das. Ich kann die Zeit im Moment nicht einschätzen. Bitte warten Sie, haben Sie Geduld, rechnen Sie mindestens mit 1 Stunde. Alles, was drunter ist, ist Glück. Je mehr du Ordnung in deine Denkabfolgen bringst, ich mache jetzt das, dann mache ich das, umso mehr Sicherheit gibst du und umso kompetenter wirkst du auch. Wenn du zum Beispiel am Telefon sagst, bitte rufen Sie später nochmal an, dann hast du natürlich ein gutes Bild in dir, weil du die Abläufe einschätzen kannst. Aber für einen Anrufer ist das absolut schwierig, weil später ist theoretisch auch auflegen, und wieder anrufen, das ist auch später. Also, wenn du Orientierung nach außen gibst, dann sind auch die Handlungen und Entscheidungen der Menschen leichter. Wenn du sagst, bitte rufen Sie nach 14 Uhr nochmal an, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Sie den und den erreichen zum Beispiel. Oder dann liegt mir die Information vor. Dann hat der Mensch mehr Orientierung. Alle Worte, wie schnell,
Geschwind, je nachdem, in welcher Region du lebst, gibt es natürlich ein paar Dialektworte, die das dann synonym ersetzen. Bringst du Tempo in dein Denken und auch in dein Sprechen? Wenn du häufig solche Worte nutzt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du auch schneller sprichst. Wer schneller spricht, spricht Sätze oft nicht zu Ende. Oder er hat viele Satzbrüche. Jeder Satzbruch, jeder eingeschobene Satz und jeder Satz, der nicht vollständig ist, bedeutet, dass der Zuhörende das vollendet. Und du kannst dir sicher sein, dass jemand, der deinen halbgedachten, jedoch nicht gesagten Satz zu Ende denkt oder spricht, natürlich nicht so denkt wie du. Und so entstehen sehr, sehr viele Missverständnisse. Beobachte doch diese Woche einmal, wie viele kurz und schnell und gleich und später du in deinem Denken und in deinem Reden hast. Möglicherweise hörst du es wieder erst beim anderen. Und es geht im ersten Schritt in diesem Thema wirklich nur darum zu beobachten, macht das eher Hektik oder ist das eher beruhigend? Und im Umkehrschluss, wenn du mehr Ruhe, mehr Ordnung in deinem Zeitempfinden haben willst, versuche diese Worte einfach mal für eine Stunde wegzulassen und beobachte, ob du insgesamt dich wohler fühlst. Und ich bin ziemlich sicher, dass du sehr zügig einen Erfolg spüren wirst, denn du wirkst nach außen dann auch ruhiger und kompetenter und weniger hektisch. Es ist tatsächlich inzwischen nicht mehr en vogue, dauernd Stress zu haben. Viele Menschen distanzieren sich, sie sind müde und erschöpft. Und es macht keinen Sinn, bei den vielen Reizen und Anforderungen, die wir haben, uns selbst durch solche, in Anführungszeichen, Kleinigkeiten noch mehr zu pushen. Bring Ruhe in dein Denken, bring Ruhe in dein Sprechen und damit auch in deine Handlungen. Ich wünsche dir eine ganz besonders schöne Woche, eine ruhige Woche, eine etwas entspanntere Woche von der ganz allgemeinen Hektik um dich herum. Ich bin gespannt, wie es dir geht. Schreib uns gerne deine Erfahrungen und ich greife dann auch gerne wieder eine Rückmeldung auf. Und ja, dann bin ich gespannt, was du erlebst. Ganz liebe Grüße, deine Sandra.